Geliebter Mensch, voller Freude begrüße ich dich aus der Tiefe meiner Seele mit den Worten von Smarana. Und ich habe die Schöpferengel eingeladen, dass sie uns heute begleiten mögen. So ziehen die Schöpferengel ein, mit ihrer Kraft, mit ihrem hellen Schein. Sie beleuchten deinen Raum und sie beleuchten deine Seele. Die Energien heben dein Bewusstsein an und das Licht der Erinnerung leuchtet hell. Allerliebstes Menschenkind, allerliebster Mensch, erinnere dich an das, was du bist, ein Wesen der größten Liebe und des Lichtes, ein Wesen von Gott erschaffen, um auf der Erde zu lernen. Deine Seele hat es so entschieden. Und nun stehst du an einer großen Schwelle und wenn du diese überschreitest, dann hast du sehr viel gelernt. Wenn du es schaffst, mit deinem lichtvollen Wesen diese Schwelle zu überschreiten, die Schwelle in die Freiheit wieder zu gehen, die Schwelle in die Glückseligkeit und die Liebe und das Licht. Es ist die Schwelle, welche dich dorthin trägt, wo alles schön ist, wo du erkennst, dass Glückseligkeit auch etwas ist, was dir gegeben wurde, wo du erkennst, dass Glückseligkeit zu dir gehört. Und so schenken wir dir, wenn du es erlaubst, das Licht der Glückseligkeit. Denn dieses Licht der Glückseligkeit, wenn es sich in dir entfaltet, es wird die Wunder in deinem Leben anziehen. Und du hast gelernt, dass Wunder wahr sind. Wunder können immer geschehen. Es liegt an dir, dich für die Wunder zu öffnen. Und so sind die Schöpferengel voller Freude und Zuversicht. Denn wir sind sicher, dass du dies schaffen wirst. Und wenn du nun dein drittes Auge öffnest, siehst du eine goldene Kugel der Glückseligkeit. Und eine goldene Kugel der Wunder. Wir möchten dir gerne beide Kugeln übergeben, damit sich in dir die Tore öffnen für die Glückseligkeit und die Wunder dieser Erde, sodass du hineingehen kannst in das Licht und dich selbst erkennst. Denn du selbst, du bist wunderbar. Du bist ein Leuchtturm der Kraft und der Liebe. Und du wirst mit deinem Licht all die Menschen unterstützen, welche dieses Licht erkennen. Und so übergeben wir dir jetzt
diese beiden Lichtkugeln. Nimm sie in deine Hände und fühle, wie die Energie dich jetzt durchströmt, wie diese Energie der Glückseligkeit und der Wunder in deinen Handchakren hineinfließt und sich die komplette Energie in dir ausbreitet. Natürlich nur, wenn du es erlaubst. Und wenn du es geschehen lassen möchtest, dann spreche nun ein inneres Ja. Und in dem Moment fließt die komplette Energie dieser zwei Kugeln in dein Energiesystem hinein. Erinnere dich zurück an die himmlische Glückseligkeit. Erinnere dich zurück, dass du selbst ein Wunder bist. Und so singen wir, die Schöpferengel, deinen Namen, um deine Seele zu stärken und deinen Geist daran zu erinnern, welch große Kraft in dir liegt, welch außerordentlicher, wundervoller Mensch du bist. So sehen sich nun die Schöpferengel wieder zurück in die himmlischen Sphären von Smarana. Was sie dir geschenkt haben, bleibt bei dir. Und so leuchtet deine Seele in den Farben der Wunder und der Freiheit. Smarana. So komme nun langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück. Atme einmal tief ein und aus und sei wieder ganz da. Liebe, liebe Menschen, liebe, liebe Freunde von Smarana, liebe Smarana. Wunder sind einfach wunderschön. Und ich wünsche mir so sehr, dass jeder von euch erkennt, wie wichtig diese Botschaft von Afrika auch ist. Und dass es überall möglich ist, von Corinna wegzukommen. Und dass es eigentlich ganz einfach ist. Und wenn du noch etwas über dieses Wunder erfahren möchtest, darfst du das unzensierte Video auf Smarana TV ansehen. Link ist unter dem Video. Und überhaupt schaut euch immer wieder die Links an, die alle unter den Videos sind. Sie sind sehr wichtig. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann bedanke ich mich sehr und du darfst mich gerne abonnieren, wenn du auf diese Kugel klickst. Und ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Tschüss.